Hallo liebe Zuschauer, willkommen bei Dialog. Mein Name ist Larissa Zitzina. Heute ist unser Gast bekannter Musiker Alexander Paperny. Alexander, ich begrüße Sie herzlich auf unserer Sendung. Ich freue mich, dass Sie hier bei uns sind. Alexander, erzählen Sie bitte, warum haben Sie das Programm so gewählt, dass Sie diese jüdischen Lieder gespielt haben? Ich freue mich auch, diese Sendung teilzunehmen. Und ich habe vor einigen Jahren ein deutsches Programm auf Balalaika gemacht für Balalaika Solo. Und da waren die Lieder von 19., also Ende 19. Und meistens 20. Jahrhundert. 30er, 40er, also goldene Zeit von deutscher Filmmusik. Und dann habe ich überlegt, ja, es ist schön, auch jüdische Lieder zu machen, weil ich bin oft in Israel, zum Beispiel, wo meine Verwandte leben und wo ich eine sehr gute Pianistin und Freundin habe, Женя Подолич. Und dann hat sie mir auch gesagt, mach mal was, also einige jüdische Lieder, dann spielst du die auf dem Konzert, freut sich das Publikum. Und ich habe drei Stücke, so einschließlich noch ein paar gemacht. Und gerne möchte ich die ansagen. So, erstes Lied war Halleluja. Sind Gewinner von Song Contest, so Eurovision 1979. Israel hat für Eurovision ein zusammengewürfeltes Ensemble gestellt, so Gali Atari und ein Gesangstrio Milk and Honey. Dieses Lied hat gewonnen, zweites Mal übrigens, also so zwei Jahre nacheinander hat Israel Eurovision gewonnen. Das ist es so war ein großer sehr, Sieg, ja. Ja. Und zweites Lied aus dem Jahr 1880 aus einem Musical Shulamit von Abraham Goldfaden komponiert. Der war ein Erfinder von jüdischen Theater. Ja, und dieses Lied heißt Rosinkes mit Mandeln, was auf Deutsch genauso übersetzt. Klingt so, weil genau, es auf Jiddisch, also dieser Titel. Ja, Rosinen mit Mandeln. Mandeln. Ja, und drittes Lied für einen Film, also ein polnischer jüdischsprachigen Film, mit Molly Picon, die hat Text für Mamele, dieses Lied. Mamele. Mamele, ja, dieses Lied hat Text für dieses Lied geschrieben. Abi gesund. Und Abraham Elstein hat Musik gemacht. Und es ist ein von bekanntesten jüdischen Lieder überhaupt in aschkenasischen Raum. Und Abi gesund, sei gesund, so übersetzt man das. Und ich plan sehr ähnlich, ja. Jiddisch ist überhaupt sehr ähnlich. Sehr ähnlich, ja. Und ich plan dieses Programm mit einem jungen, aber schon bekannten Schriftsteller, der in der Schweiz lebt, Alexander Estis, zusammen machen. Ich kenne, das ist der Sohn, der Sohn von Nikolai Estis. Ja. Und das wird ein machen Sie ein gemeinsames Programm? Ein gemeinsames Programm, ja. Mhm. Und wir haben bald schon erste Auftritte. Das ist, dort ist der literarische Teil vielleicht, ja, und musikalische. Und musikalischer Teil, ja. Interessant. Und wo wird die Premiere dieses Programms stattfinden? Oder es war schon? Nein, es wird schon. Und das wird in Berlin, in einem kleinen Theater-Kabarett.
Dann geht das in einem Vorort von Hamburg. Und wir haben insgesamt schon drei Varianten, um dieses Programm zu erarbeiten, sozusagen. Ja, ich finde, das wird ein interessantes Programm sein. Ja. Ich denke auch. Also ich hoffe, Sie werden Erfolg mit diesem Programm haben. Thank you.
Alexander, Sie experimentieren mit der Musik, mit Instrumenten sehr gern. Welche Kombinationen von Instrumenten ziehen Sie vor? Sie treten mit verschiedenen Ensembles und wie ist es mit diesen Kombinationen? Ja, also mein Glück, dass ich kein Programm vorziehen kann. Ich mag alle meine Programme, die ich gemacht habe, und das sind exotische Instrumente, so wie zum Beispiel Corillon aus Holland, ein sehr guter Virtuose auf diesem Instrument, Baud Weinswart. Zurzeit haben wir leider keinen Auftritt, aber ich hoffe, vielleicht kommt das in Zukunft. Mit meinen Freunden aus Saratow, ein Wolgastadt aus Russland, Oboe und Klavier, haben wir auch ein Trio-Programm, und da sind nicht nur Barock oder russischen Volksweisen, sondern so sehr buntes Programm. Und ich mag auch Orgel als Kombination, so Balalaika und Orgel, die kombinieren wunderbar. Wir haben eine CD mit Sergei Cherepanov, einen sehr guten Organist aus Bosau gemacht, und ich bin stolz auf diese CD. Ja, ich habe gehört, diese Musik, die Sie mit Sergei Cherepanov gespielt haben, und es war fast irreal, so harmonisch klingt Balalaika und die Orgel, also schwer. Also es ist schwer vorzustellen, dass beide so verschiedene Instrumente so kompatibel sind, ja, dass sie so schön zusammen klingen können. Ja, ja. Es war ein Erfolg einfach. Besonders mit Oboe könnte man zweifeln, ob das richtige Konstellation für Balalaika ist. Aus menschlicher Freundschaft ist eine musikalische Freundschaft entstanden, und Oboe hat auch sehr gut mit Balalaika und Klavier harmoniert. Ja, Balalaika hat solch einen zarten Klang. Ja, es ist altrussisches Instrument und klingt
ganz besonders, aber das wissen Sie selbst, ja. Ja, und beste oder bekannteste Instrument passend für Balalaika ist Gitarre. Und ich habe mehrere Gitarrenpartner. Ja, ich habe vier unterschiedliche, aber alle sehr gute und wertvolle für mich Partner. Satoshi Oba, der kommt ursprünglich aus Japan. Wir machen viele Konzerte. Angel Garcia, der kommt ursprünglich aus Spanien. Das ist Musik aus lateinamerikanischen Raum, aus Argentinien und Brasilien. Ein Gitarrist aus Karlsruhe, Pavel Chlapowski. Mit ihm es ist auch sehr anspruchsvolles Programm, sehr bunt, Klassik, russischen Volksweisen, moderne Musik. Und mit Wladimir Friedman aus Vereinigten Staaten, wir kennen uns seit vielen Jahren, so 30 Jahren bestimmt, haben wir auch ein schönes Programm mit Gesang und mit jüdischen. Spielt der Akkordeon? Der spielt Gitarre und der Gitarre. Singt auch. Mhm. Und der wohnt in Washington und ich plane in näher Zukunft dorthin zu fahren und der hat für uns viele Konzerte schon veranstaltet. Ja. Ja, es ist eine gute Nachricht, dass Sie dass Ihnen solch eine interessante Gastreise bevorsteht. Alexander, erinnern Sie sich vielleicht an das Ereignis, das Ihr Leben sehr stark beeinflusst hatte? Ja, selbstverständlich, da sind mehrere Ereignisse und Immigration zählt dazu. Aber vielleicht erste war Teilnahme an einem Wettbewerb für russische Volksinstrumente, weil das hat mir sehr große Kick gegeben, dass ich Solo. Das war in Russland natürlich. In Russland, ja? In Tula, in einem kleinen Stadt, Stadt in der Nähe von Moskau. Auch ein Kulturzentrum, dort ja. Ist nicht weit das Museum von Lev Tolstoi. Wo Begräbnis von Lev Tolstoi. Ясная Поляна. Mhm. Mhm. Ja, und da, das war der erste Moment, wo ich gedacht habe, ich kann Balalaika auf der Bühne spielen und das war für mich Wahl des Lebens sozusagen und Immigration, ja, es ist sehr schwer, aber sehr interessant, weil so in Russland trifft man Musiker aus der ganzen Welt nicht so und deswegen ich habe so ein bisschen Augen geöffnet und Ohren und habe angefangen, Musik aus der ganzen Welt zu spielen. Hier in Deutschland? In Deutschland, ja. Natürlich, ja. Das bedeutet, dass ich möchte noch fragen, welche Bedeutung hat die Immigration für Ihre eigene Entwicklung als der Persönlichkeit und ich meine das Selbstbewusstsein auch. War es wichtig? Ja, ja, selbstverständlich. Dann, das war wichtig im Sinn, dass man am Anfang große Schwierigkeiten hat und also Sprache und Beruf überhaupt, weil Balalaika ist hier sehr seltener Gast und überhaupt nicht etabliert auf deutscher Bühne. Ja, deswegen ein exotisches Instrument. Sehr exotisches, ja. Instrument, kann man sagen. Deswegen zuerst waren Sie vielleicht nicht überrascht, sondern doch. Ja, das war schwer am Anfang. Und kann man sagen, es bleibt auch schwer, weil man muss immer um Konzerte kämpfen und niemand macht die für dich. Und das ist aber gut so. Man bleibt immer wach und versucht verschiedene Projekte machen, um auf der Wasser zu bleiben.
Also das Leben eines Musikers und ist absolut nicht so einfach. Ja? Also ja. Es klingt so schön, Künstler, Musiker, aber im Leben geht es verschieden. Ja? Aber es klingt sehr schön. Es klingt sehr schön, aber ich denke, dass nicht nur klingt schön, aber letzten Endes ist es also auch schön, weil sie Musik sehr lieben. Ja? Und das, ich meine, dass für Künstler, für Musiker, also no, da wissen wir, für viele ist nicht nur Beruf oder kein Beruf, sondern Berufung. Letzten Endes können sie ohne Musik nicht leben. Ja? Ich denke, dass sie bekämpfen alle Schwierigkeiten, ja. Und jetzt fahren sie nach Amerika und sie werden ihre Kunst dort wieder zeigen. Alexander, Sie sind in Donetsk geboren. In Donetsk. Jetzt explodieren dort Bomben und viele Menschen sind getötet. Der Krieg dauert, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine dauert schon fast 2 Jahre. Wie verhalten Sie? Sie haben die Kindheit und die Jugend in der Ukraine, in Donetsk mit Ihren Eltern verbracht. Was aber den großen Teil in Russland und schon viele Jahre hier in Deutschland. Was können Sie von diesem Angriffskrieg sagen? Wie verhalten Sie sich zu diesem Krieg? Ja, das war genauso wie für viele Menschen ein Schock. Und ich habe Freunde in Donetsk. Das ist aber nicht ganz einfach. Die Stimmungen dort sind eindeutig zugunsten von Russland, das muss man auch sagen. Aber 50 Kilometer von Donetsk sind die Stimmungen anders. Also dieses Territorium gehört noch Ukraine. Deswegen ist es alles nicht so ganz einfach. Aber man muss deutlich erkennen, wer diesen Krieg angefangen hat. Und für mich war das schwarz auf weiß. Und leider habe ich einige Kontakte mit meinen Freunden sowohl da als auch hier in Deutschland abgebrochen. Oder die gingen zu Ende einfach aus diesem Grund, weil man spricht oft über Politik und wenn man verschiedene Meinungen hat, kann man schon zusammen nicht einfach diese Fragen umzugehen. Deswegen, ja, weil die Atmosphäre. Aber zum Glück habe ich Kontakte mit meinen alten Freunden aus Moskau nicht verloren und mit meinen Kameraden, weil wir einfach genug Glück sind, um diese Sachen nicht abzusprechen. Wir können nicht viel machen. Also ich verstehe die auch, weil die haben auch Angst vor Repressionen. Sogar wenn sie anders denken, sie können nicht alles sagen. Wir können nur alle hoffen, dass dieser Krieg doch also zum Ende gebracht wird und dass friedliche und zivile Leute und andere auch also am Leben bleiben. Alexander, danke für das Gespräch. Leider ist unsere Zeit um. Ja? Und ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Reise durch Amerika. Liebe Zuschauer, heute war zu Gast bei Dialog bekannter Musiker Alexander Papierny. Mit euch war Larissa Cicina. Ich danke euch für das Interesse. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.